So, ich habe gerade Nicole irgendwie nicht erreichen können, aber ja, dann machen wir so halt weiter. Hallo? So, jetzt. So. Keine Ahnung, sie wollte ja mit mir quatschen, kurz anrufen, war irgendwas wichtig, aber ich habe sie nicht erreicht, deswegen wundert es mich jetzt. So, nein, nicht nach oben, nach unten bitte. Dann machen wir halt weiter, wenn. Okay, wartet mal. Ich mach noch mal einen Break. So, ich bin gleich wieder da. Jetzt ruft sie an. So, sorry noch mal deswegen. Jetzt hat sie ausgerechnet angerufen. Jetzt, wo ich mit dem Stream wieder angefangen hatte, also mit der Pause aufgehört hatte. Naja, aber egal. Wir machen ja eh weiter. Was fehlt uns hier noch? Wenn wir jetzt noch mal auf die Karte gucken. Die Höhle. Wo ist denn die? Hier hinter. Gehen wir da mal rein. Fehlende Ausrüstung. Okay. Dann halt nicht. Sprengladung brauchen wir. Okay. Dann, was könnten wir noch machen? Den Grabeingang, da kommen wir ja nicht hin. Wir könnten da hinten doch mal gucken, ob wir da. Diese, nein, Lara. Nach oben. Aber die Relikte da hinten könnten wir einsammeln. Das haben wir voll. Warte, warte, da. Einsammeln. Gibt es hier oben was? Ja, noch mehr Äste. Das haben wir voll. Oben scheint was zu sein. Hier oben auch gleich was. Nope. Und Elster Blick zeigt auch nichts. Sind auf jeden Fall einige Relikte und hier haben wir noch einen Eingang. So. Fehlende Ausrüstung, ja super. Da haben wir auch noch mal eine Höhle. Ich glaube aber da kommen wir. Nein! So. Da haben wir Loot. Okay, hier komme ich nicht hoch. Komme ich vielleicht. Ja, so komme ich hoch. Wurden die erhangen oder haben die sich erhangen? Sowjetsoldaten, hier ist was Furchtbares passiert. Der hängt auch schon mal super.
Neues Basislager entdeckt. Okay, können wir irgendwas verbessern? Ja, haben wir was. So, hier würde eine Sache fehlen. Das hier, damit wir die nächste Stufe machen. Duellantenreflexe. Vergrößert das Ziel, Zeitfenster für einen Ausweichkonter, der bei einem erfolgreichen Ausweichkill Bonus-EP einbringt. So, dann lautlose Exekutionen sind viel schneller und erledigen Feinde mit unglaublicher Kraft. Drücken Sie Y, um nichts andere Feinde in der Nähe zu eliminieren. Die Landung nach Sprüngen und Stürzen. Konstantins Gefangenen. Er muss etwas wissen. Ja, Lara, danke für die Info. Die Landung nach Sprüngen und Stürzen ist immer leise und verursacht keine für Feinde hörbaren Geräusche. Ah, okay. Das wäre auch nicht schlecht, wenn wir Stealth machen wollen. Ein Stealth-Gameplay. So, erledigen Sie beim Ausweichkonter Feinde ohne Rüstung durch zeitlich perfekt abgepasstes Drücken von Y. Hier bräuchten wir Kampfmesser. Feldsanitär, verbinden Sie Wunden schneller. Effekt verstärkt sich mit der schneller Heilerfähigkeit. Kampfmesser, okay, wenn das Kampfmesser braucht, wo haben wir Kampfmesser? Hier? Ah, okay, die zählen auch alle. Also insgesamt bin... Ah, okay. Egal, bei wem ich das mache, bei welchem Baum, zählen alle zusammen. Okay. So, wo haben wir Kampfmesser? Wo haben wir Kampfmesser? Keine Ahnung. Oder, ne, warte mal. Ist eine Ausrüstung, die wir brauchen. So, Inventar-Upgrades. Können wir wieder was machen? Den hier, Tasche, kompakter Fellbeutel, der die Speicherkapazität für Ressourcen erhöht. Handwerksmeister bräuchten wir. So, und hier Upgrades. Ah, okay. Hohler Schlagbolzen. Oder warte mal, wenn ich den hier nehme. Der ist doch viel nicer. Zählt das dann für alle? Mündungsbremse, hohler Schlagbolzen, größeres Magazin. Will ich das hier erstmal machen? Schussfrequenz vielleicht? Großes Magazin machen wir andermal. Wenn ich jetzt hier nochmal gucke. Ah, okay, das zählt für alle. Ich würde aber bei dem hier bleiben. Der sieht doch viel nicer aus. Und schwarz, komplett. So. Hier haben wir was. Kann ich den looten? Nein. Das hier kann ich aber lesen. Arbeite hart gegen Kälte und Hunger. So, kann ich das jetzt lesen? Diese Inschrift scheint auf etwas in der Nähe zu deuten. Münzversteck entdeckt. Ich glaube, hier komme ich noch nicht weiter.
runter. Ja, merke ich. Also da können wir noch nicht hin. Wir kommen ja später hier nochmal hin. Definitiv. So, ich wechsle vielleicht nochmal auf den Bogen. Ah, hier haben wir ein Münzversteck. Waren wir da oben nicht sogar schon vorhin irgendwann? So, dann fehlt hier noch die Truhe. Hier haben wir noch ein Münzversteck. 2 von 5 Höhlen erforscht. Ich glaube, wir müssen erstmal so oder so da hoch. Ich glaube, wir waren hier noch nicht oben. Ne, hier oben waren wir noch nicht. Wenn hier so viel Loot ist. Hier ist ja richtig viel Loot. Hat sich definitiv gelohnt, hier hochzukommen. Autsch. Noch eins in der Nähe, wo... Ich glaube, zu dem Relikt kommen wir nicht so schnell. Und hier kommen wir ja auch noch nicht weiter. Wo sind die Wölfe? Hoppala. Ach, da. So, das nehmen wir mal mit. Und das hier. Autsch. So, und willkommen zurück, Freddy. Freddy, ich hatte gedacht, du wärst schon am Streamen gewesen oder so. So, apropos. Aktuelles Einsatzziel. Aktuelles Einsatzziel. Ja, komm. Gehen wir in die Richtung. Ach, du warst beim Training. Und weg sind die Wölfe. Oh. Sind da auch viele Wölfe. Ich glaube, gegen die nehme ich das hier, die Pistole. Wenn ich wüsste, wo die sind, ich sehe die gar nicht.
Ne, ich komme hier nicht runter. Das heißt, ich muss da lang. Den haben wir. Wo ist der andere? Wo ist der hin? Ja, Mann. Mann, kriegen wir gut Fell. Bis jetzt habe ich noch nichts gesehen, was sich hier wirklich lohnt, außer das Erz hier. Das Magische. Wir craften uns nachher eine schöne Erzklinge. Oh, hier haben wir noch was zum Lesen. Mein Russisch ist nicht gut genug, um das hier zu verstehen. Aber es scheint eine Art Karte zu zeigen. So, da lang. Diese Zeichen, sie sind nicht russisch. Eine Warnung vielleicht? So, schießen Sie auf strukturelle Schwachpunkte. So kam mir das geheimnisvolle Grab hier. Ganz ehrlich, wie viele Knicklichter hatten Lara? Der Prophet wurde verfolgt und seine Anhänger ebenso. Ach, das ist noch Erz. So, Freddy, was meinst du? Kriegen wir auch genug Erz für eine magische Erzrüstung zusammen, oder? Die haben ihre Zelte sehr eilig abgebrochen. Haben die Sowjets da unten was gefunden? So, unbekanntes Gebiet. Optionales Herausforderungsgrab. Da unten ist Wasser. Klingt nach ganz schön viel. So, eifriger Lerner. Eine Münze mit dem in Gold geprägten Abbild einer Stadt. Und da ist der Prophet. Dürfte eine offizielle Münze von Kitesh sein.
Und ja. Noch mehr Loot. Okay, da will ich nicht runterfallen. Die goldene Ikone des Propheten. Die Schmiede der Stadt hatten ihren ganz eigenen Stil, aber die byzantinische Handwerkskunst ist noch erkennbar. Okay, wo muss sie lang? Hier hin? Das muss ein Teil des Mechanismus sein. Und da ging es auch noch weiter. Okay, für mich jetzt nicht erkennbar, wo ich hin muss. Will ich vielleicht zuerst das da machen? Los geht's. Oh, da liegen Münzen. So, Munition. Und noch ein Lagerplatz. Hier können wir noch eine Verbesserung machen. Wieder bei den Pistolen. Poliertes Magazin. Und ein großes Magazin. Ah, okay. Jetzt kann ich das hier nicht mehr machen. Wasser erodiert alles. Mit dem Tempo ist in ein paar Jahrzehnten nicht mehr viel da. Okay, ich muss wieder darauf. Ist hier wegen der Klamotte kalt, oder? Eine Zisterne. Sie ist uralt. Oder ist sie allgemein einfach kalt? Macht das hier eigentlich einen Unterschied, was man anhat? Okay, über den Weg komme ich da nicht mehr hin. Sehe mich hier mal um. Allgemein kalt, würdest du sagen? Hier geht's auch schon mal weiter. Diese Tür, sie hält das Wasser zurück. So, okay. Den würde ich schon mal dahin platzieren.
Wenn ich den da hinschmeiße, geht schon mal nicht in die Luft. Okay. Ich will trotzdem mal da hinten irgendwo weiter gucken. Nicht, dass ich jetzt irgendwie irgendwas übersehe und dann nicht mehr rankomme. Ne, ich glaube. Nein! Egal. Hoch sollten wir da jetzt nicht nochmal auf diese Art. So, was haben wir hier hinter? Wasserränder an der Wand. Der Pegel verändert sich. Okay, warte mal. Was haben wir hier? Was macht das? Und jetzt sinkt es. Aber wo läuft das ab? Ich habe eine Idee. Oh, Pfeile. So. Ich habe eine Idee. So, sobald das gleich wieder zurückgeht. Okay, jetzt müsste ich durchschwimmen können. Warte mal, wie hoch geht das da jetzt? Wie hoch geht das Wasser? Oh, und da geht es auch noch weiter. Ich wollte zumindest gucken, wohin das Wasser geht. So, und da muss ich durch.
eine Barriere. Aber wie überwinde ich die? Ja, gute Frage. Okay, ich gehe mal von aus, dass wir von hier rauskommen. Hier haben wir noch mehr Loot. Das müsste mehr als genug Öl sein, um die Gänge da unten zu beleuchten. Aber Vorsicht beim Transport. Wir haben den Raffinationsprozess noch nicht perfektioniert und es ist noch explosiv. Du kennst den Mann, der den Bau überwacht. Wie wir alle. Ohne seine Kenntnis der Erde hätte keiner von uns die schwierige Reise überlebt. Halte dich nicht auf. Und wenn er nach Frau und Kind fragt, stell dich dumm. Er will nicht akzeptieren, dass sie bei unserem Exodus gestorben sind und rechnet täglich mit ihrer Ankunft. Wir brauchen seinen Verstand. Und wenn er die Wahrheit einsieht, verlieren wir ihn. Okay. Noch eine Barriere. Aber wie überwinde ich die? Gute Frage. Wie überwinde ich die? Ja, komm. So. Ah, ich habe eine Idee. Wir haben hier noch ein paar von denen. Wenn wir die darüber schmeißen. Und dann das hier wieder hochsetzen. So. Ja, hat geklappt. War das der vorhergesehene Weg? So. So, schnell durchschwimmen. So, das mitnehmen. Das mitnehmen. Und hier. Natürliche Instinkte gemeistert. Ressourcen in der Nähe erscheinen automatisch auf der Karte und leuchten, wenn sie in der Nähe sind. 10.000 Credits verdient. Müssen wir später in den Shop reinschauen. So, habe ich hier sonst irgendwas? Nö. Fehlt hier sonst noch irgendwas? Zumindest nicht erkennbar. Was? Ja, den Monolithen.
Und halt das Relikt hier, wo wir, glaube ich, erstmal nicht wieder zurück hinkommen. Und die Dinger. Hier ist eine Alpha-Wand. Genau hier. Genau hier. Da kann ich nicht laufen. So, dann müsste das hier der Ausgang sein. Und bis gleich, Oldcoin. Ach, hier bin ich wieder gelandet. Okay. Sowjetanlage sind wir wieder. Oh, da haben wir auch noch mal Erz. Jetzt ist die Frage, wie kommen wir dahin? Da hinten meine ich, glaube ich. Optionales Grab. Ist immer noch das da. Ah, neues Basislager. Trifft sie gut. Ich hoffe, du hast mein letztes Band erhalten. Mir macht es immer mehr Spaß, diese Nachrichten für dich aufzunehmen. Anna sagt, dass ich ab und zu Bücher und Papiere beiseite legen soll, um mich daran zu erinnern, warum ich das alles tue. Und für wen. Ich weiß, du hasst es, wenn ich weg bin. Aber es wird sich auszahlen. Alles wird sich auszahlen. Ganz liebe Grüße von mir. Sei fleißig in der Schule. Ich weiß, du dachtest, du tust es für mich. Aber es hat sich damals nicht so angefühlt. Aber so lernte ich Unabhängigkeit. Für mich selbst zu sorgen. Eine wichtige Lektion, wie man sieht. So, Gräber abgeschlossen. 1 von 3. Abgeschlossen Mission. 0 von 1. Also Herausforderung gemeistert. Noch 0 von 4. Ey, das ist doof. So. Mission Kommunikationsausfall. Nein. Ich war da oben noch nicht fertig.
So. Obwohl, warte mal. Ich glaube, das führt zur Hauptquest weiter. So, das nehmen wir wieder mit. Nein! Okay, ich dachte, das überleben wir. So tief konnte das doch nicht sein. Lara, runter. So, schnell zum anderen Lager. Das nehmen wir auch mit. So. Hier ist auch nochmal Loot. Woher kommt das ganze Loot her? Und die ganzen Hirsche. Wo steckt der? Ach, hier. Ist geschafft. Sind die Sender zerstört? Die Repeater sind offline. Alles erledigt. Wir haben nicht viel. Aber wenn sie mit uns kämpfen, können sie das hier benutzen. Neue Ausrüstung erhalten, Dietrich. Ein behelfsmäßiger Dietrich, mit dem Lara Schlösser an einigen Touren und Türen öffnen kann. Mehrere Missionen. Kehren Sie später zum Missionsgeber zurück, um bei zusätzlichen Missionen zu helfen. Hat er nochmal was? So, das hier? Pistole freigeschaltet. So. Ah, okay. Ich würde aber vielleicht immer noch den hier nehmen wollen. So, polierter Lauf. Ein polierter Lauf reduziert die Schussabweichung und erhöht den Schaden. Okay, das kann ich immer noch nicht machen. Jetzt wieder. Aber ich kann hier wieder was machen. So, Duellantenreflexe oder Feldsanitär. Verbinden Sie Wunden schneller. Effekt verstärkt sich mit der schnellen Heilerfähigkeit. Ausweichkill. Lautlose Landung würde ich zuerst machen. Oder tödliche Präzision. Ne, ich würde erstmal lautlose Landung machen. Kryptaschätze haben wir hier auch noch. Okay. So, nehmen wir wieder mit.
Das nehmen. Ah, das ist es voll. Okay. So, aber jetzt nochmal da hoch. Optionales Herausforderungsgrad. Ja, ich weiß. So, jetzt kommen wir aber hier hoch. Also jetzt machen, gehen wir hier hoch, meine ich. So. Warum leuchtet es da? Fehlende Ausrüstung, Mann! Ich glaube, darüber ist keine gute Idee. Das sieht für mich schon aus, als würde es gleich einstürzen. Achso, ist voll. Gab es hier aber sonst noch was? Nur hier. Und das hatten wir voll. Ne, sonst gab es hier nichts. Hier kommen wir auch nicht weiter. So, da hoch oder? Ich würde lieber hier hochgehen. Weil ich habe die Vermutung, da sind Leute gleich. Gehen wir lieber den anderen Weg. Nutzen Sie Kommunikationskabel als Seilrutschen in die Gefängnisanlage. Da unten hat jemand etwas eingeritzt. Anweisungen zu etwas Verborgenem. Münzversteck entdeckt. Okay, hier haben wir wieder ein neues. Da haben wir noch eins. Gibt es noch einen? Und hier haben wir noch einen neuen. Neues Basislager entdeckt. Wo? Da komme ich nicht weiter. Sowjetisches Arbeitslager. Trinity hat es komplett übernommen. Kann ich die irgendwie anders loswerden? Boah, diese Fliege hier, die nervt. Wie ist denn die jetzt wieder reingekommen? Haben die Detektoren repariert? Noch nicht. Ich glaube, die Techniker hatten nicht mit 50 Jahre alter Funkausrüstung gerechnet. Tja, sie sollten es besser hinkriegen. Du bist neu bei Trinity, oder? Erster Vertrag. Ein paar Kumpels haben für mich gebürgt. Versau das bloß nicht. Niemand zahlt besser, aber Fehler werden nicht toleriert. Kann ich die irgendwie... Die Sowjets haben alles stehen und liegen lassen. Die hatten es eilig, hier wegzukommen.
Ich glaube nicht, dass es so friedlich war. Das sieht nach Spuren eines Kampfes. Habe ich irgendwas zum Weglocken? Ich glaube, da draußen ist jemand. Okay, die haben mich gehört. Aber dann ist es so umso besser. Jetzt sehen die sich wieder. Nichts. Ich meine, ich verstehe, wieso die Einheimischen hier bleiben wollen. Ja, wenn man bedenkt, wie der Rest dieser Eishölle. Wer ist da? Okay, der hat mich gehört. Oder gesehen? Ziel wieder erfasst. Ja, gut. Hat nicht so gut funktioniert. Noch mehr Sowjetpropaganda. Die Nacht wird uns nicht an der Arbeit hindern. So, gibt's hier noch mehr Loot? Hier haben wir Münzversteck. So, kommen wir da rein? Ja. Das funktioniert. Vorratsschuppen. Nutzen Sie byzantinische Münzen, um dem Ausrüstungstechniker von Trinity Objekte abzukaufen. Gehen Sie auf Objekte zu und halten Sie gedrückt, um sie zu kaufen. Gehen Sie jederzeit zum Schuppen zurück, um Objekte zu kaufen. Hör zu, ich bin auf eurer Seite. Ich arbeite hier als Wartungstechniker für Trinity, aber ich muss unbedingt hier weg. Diese Leute sind verrückt. Ich habe Ausrüstung gelagert. Sie gehört dir. Wenn du zahlen kannst. Ein paar fehlende Dinge fallen dir nicht auf, aber wenn sie Lunte riechen oder mich mit dir sehen, bin ich tot. Ich brauche nicht zurückverfolgbares Geld für den Ernstfall. Vorzugsweise Gold. Meinst du, wir haben einen Deal? Mal sehen, was ich auftreiben kann. Kommando-Outfit könnte ich auch noch holen für 50. So, Fertigungswerkzeug. Ich würde das Ding hier kaufen wollen für 30. So. Steigklemmantrieb. Ermöglicht rasches Erklimmen von Seilen. Halten Sie einen Seilsträngen zur Aktivierung X gedrückt. So, Pistolenschalldämpfer. Sorry. Waffenaufsätze. Waffenaufsätze sind schusswaffenspezifische Ausrüstungsteile, die an Waffen angebracht werden und ihr Verhalten und ihre Fähigkeiten verändern. Alle Schusswaffen desselben Typs bekommen einen Aufsatz, sobald sie diesen besitzen. Aufsätze werden automatisch auf allen passenden Waffen angebracht. Wo er das Geld ausgeben will, gute Frage. So, für die Dinger würde ich auch gerne mal sparen. Militärgewehr und taktische Schrotflinte. So wie für den Granatwerfer. Gewehr, Laserzielfernrohr, für das Ding, Fertigungswerkzeug, Upgrade-Werkzeug, das einen weiteren Rang aller Waffen-Upgrades freischaltet. Müssen wir auch mal machen. Mal gucken, ob wir das schaffen, hier alles zu kaufen. Kann man hier auch noch kaufen? Es ist keine Atombombe. Ein gruseliger Typ mit Narbengesicht namens Konstantin hat eine große Rede gehalten über das Schicksal und die Quelle. Und jetzt bin ich noch verwirrter. Die anderen Externen scheinen genauso ängstlich und nervös zu sein wie ich. Aber die Angestellten, die schon lange für Trinity arbeiten, saugen das auf und wollen mehr davon hören. Es ist wie in scheiß Jonestown hier. Wir bereiten uns auf einen Angriff vor. Gegen wen, fragst du dich? Es sind Leute hier. Einheimische, wie aus der Steinzeit. Ich meine Felle, Häute und Pfeilspitzen. Und wir begegnen ihnen mit einem Kampfhubschrauber und Maschinengewehren. Ich bin hier auf der falschen, verdammten Seite der Geschichte.
Wenigstens Einsicht. Das ist wahrscheinlich von ihm. Von dem hatten wir ja schon öfters jetzt Nachrichten gelesen. So, jetzt will ich mal gucken. So, Waffen. Hier haben wir das Ding hier. Okay, wir haben jetzt aber zumindest einen Schalldämpfer. So, und hier haben wir den Shop, den Monolithen, weiß ich nicht. Da könnten wir nochmal hin. Und zu dem Münzversteck. Ich will vielleicht doch lieber zuerst zu dem. Und mal gucken, ob wir dann genug haben für den nächsten Upgrade. So. Das sieht aus, als könnten wir hier runterrutschen. Ja. Ohne Schaden zu nehmen, nice. ...45 Schuss. Nochmal plus 7. Und hier. Da kommen wir nicht mehr hin. Obwohl, warte, wir könnten ja doch eigentlich per Lager eine Schnellreise dahin machen. Bin zwar kein Fan von Schnellreisen, aber egal. Da hinten. Autsch. Ein Fertigkeitspunkt. Okay. Müssen wir eh zu einem Lager. So, wo investieren wir das mal? Ich glaube, in Jäger haben wir lange nichts mehr gemacht. Atemkontrolle. Plünderer. Wenn Sie Munitionsmenge, die Sie an feindlichen Leichen finden. Was macht das hier? Doppelschuss. Volltreffer, ein Kopftrefferanzeige erscheint über dem Kopf eines Feindes, wenn dieser erfolgreich anvisiert wird. Finesse, verdienen Sie Bonus-EP, indem Sie Kopftreffer lautlose Kills oder Tod von oben Kills erfolgreich verketten. Je länger die Kette, desto höher die Bonusmultiplikatoren. Naturforscher, erhöhen Sie die Menge der natürlichen Herstellungsmittel, die Sie von jeder Quelle sammeln. Überlebenskunst. Erhöhen Sie die Menge der künstlichen Herstellungsmittel, die Sie von jeder Quelle sammeln. Natürlichen und künstlichen. Ich würde erstmal das machen, damit wir mehr Erfahrungspunkte sammeln. So, ich will hierhin. Ja. Einmal schnell reisen.